Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier auf den Kanal gefallen und in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Es fehlen auch nur noch 44 Abonnenten bis 10.000. Gestern auch wirklich, das Video kam extrem gut bei euch an. 5 Minuten, also mehr als 5 Minuten wurde es durchschnittlich angeschaut. Und 20% von denjenigen, die das vorgeschlagen bekommen haben, haben sich es auch angeschaut. Das sind komplett krasse Werte für mich und da muss ich mich auch wirklich viel, viel bei euch bedanken. Auch aufruftechnisch extrem krass. Wirklich vielen, vielen Dank und natürlich könnt ihr gerne auch dieses Video bewerten, kommentieren und teilen, würde mich ebenso freuen und schaut auch auf dem Twitch-Kanal vorbei, Link dazu ist in der Videobeschreibung, dort werde ich wahrscheinlich heute eher etwas später streamen, also nicht heute Morgen, muss ich allerdings mal schauen. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt allerdings den Itemshop an und dort haben wir heute einen neuen Skin drin und zwar den Wiki-Skin, der hat tatsächlich insgesamt 5 verschiedene Stile, so wie es aussieht und hat ein integriertes Emote, womit man dann wahrscheinlich immer die Stile ändern kann. Also man hat hier einmal 2 Grundstile, einmal mit Kapuze an und Kapuze ab und dann hat man noch einmal den Standard, den schwarzen, den grauen und dann den roten Stil und mit dem Emote wechselt man das dann eben halt immer in der Reihenfolge. Kann man jetzt wahrscheinlich nicht zeigen, aber ich glaube, nach dem Stil müsste dann wieder der nächste kommen, danach der nächste und so weiter. Also wenn man das jetzt normalerweise so machen müsste, würde immer nach dem schwarzen Skin dann hier der graue Skin kommen und danach der rote. Ich glaube aber nicht, dass Kapuze ab und anderen auch geht. Also ich glaube, es wechselt dann einfach nur auf den Standardstil wieder zurück. Ist aber ganz nice mit den integrierten Emotes. Hatten wir auch schon mal bei einem Skin zu Halloween, glaube ich. So ein Hexenskin war das. Ist jetzt aber tatsächlich, glaube ich, erst der zweite Skin, bei dem das möglich ist. Ist aber auf jeden Fall ganz nice. Dazu gibt es auch noch eine Spitzhacke und zwar Schnurhacken. Hier haben wir auch 4 verschiedene Stile. Einmal Standard, Schwarz, Grau und dann Rot. Sehen ein bisschen anders immer aus mit den Akzenten hier in anderen Farben eben halt. Ist auf jeden Fall ganz nice für eine blaue Spitzhacke, so viele verschiedene Stile. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Dann habe ich hier als nächstes den Panda-Beauftragten-Skin. Dazu dann noch den Wukong und dann die Jingo Bang Spitzhacke. Die ist tatsächlich auch reaktiv und zwar umso häufiger man schlägt, desto heller leuchtet das hier bis dann zur Endstufe irgendwann. Das ist die hier und dann leuchtet das Ganze eben halt richtig doll. Dann haben wir zunächst noch doppeltes Spiel als Skin, dann rosa Flamingo als Spitzhacke. War glaube ich tatsächlich schon relativ lange nicht mehr im Shop, fast 200 Tage würde ich meinen oder so. Dann haben wir den Knieklatsch-Emote als nächstes und dann noch den Kommando-Skin. Danach haben wir dann noch den Brutzelmeister als Emote. Und dann noch als letztes den Schere, Stein, Papier-Emote. Hier wird natürlich zufälligerweise entweder Papier, Stein oder Schere ausgewählt. Ist komplett random. Und das war's dann auch mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Ciao.